Immer und immer wieder kommen die Menschen auf mich zu und fragen mich, Gopal, wie geht das mit dem Energiefluss? Es stockt, ich weiß nicht, wie ich erfolgreich sein soll, wo Klienten, wo Geld herkommen soll, eine Wohnung, Job. Der ganze Lebensfluss stockt. Und ich habe eigentlich das schon in absoluter Gänze erklärt, aber es taucht immer wieder dieselbe Frage auf. Wie kriege ich das Leben ins Laufen? Wie bekomme ich das, was ich will? So, und deswegen erkläre ich das nochmal, also ich mache das ja gerne, die Dinge zu erklären, das mache ich wirklich sehr gerne, das, was ich glaube, verstanden zu haben. Ich habe das über Jahrzehnte erforscht, das Ganze, also die Zusammenhänge zwischen den Dingen, die man im Leben tut, der Geisteshaltung, den Resultaten, die dann im Außen erscheinen. Und natürlich ist das nicht alles von mir, sondern ich bin ausgebildet worden, letztlich da drin oder in diesen Gesetzmäßigkeiten, und das hat am Anfang meiner spirituellen Laufbahn letztlich stattgefunden, im Wesentlichen auf den Philippinen. Über viele, viele Wochen und Monate war ich dort bei einem Lehrer, meinem ersten Lehrer sozusagen. Und er hat mir das im Turbo-Stil beigebracht. Er hat den ganzen Tag auf mich eingeredet. Ich hatte da überhaupt nichts zu melden. Der hat ununterbrochen gesprochen. Ja. Ein Download, der hat mich vollgepumpt für die ganze Inkarnation. Dann hat es natürlich gedauert, bis ich das alles verstanden habe, bis ich es angewendet habe. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das gerne auch weitergebe. Und das mache ich ja schon lange. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist zu tun? Wie läuft das Spiel? Und die Menschen, die da auf mich zukommen, da sehe ich immer das Gleiche letztlich. Und das spielt keine Rolle, ob das jemand ist, der erfolglos ist im Leben, der erfolgreich ist, der spirituell weit gediehen ist, der Lehrer ist. Das hat mit all dem nichts zu tun. Wenn Dinge nicht ins Fließen kommen, die man möchte. So. Und das ist auch genau die Ursache. Das, was du jetzt gerade gehört hast, das, was ich, wie ich das gerade beschrieben habe, das ist die Ursache für den ganzen Energiestau. Die Ursache ist, was ich da sehe, ist immer das Gleiche. Ich sehe, wie die mentale Energie um sich selber zirkuliert. Deswegen geht nichts voran, deswegen stockt alles. Das Problem ist, diese Menschen verstehen das nicht, weil die Prägung in der Kindheit, in dem Beziehungsmuster, was die erlebt haben, da wurden die gezwungen, sozusagen die Energie um sich zirkulieren zu lassen. Das ist das, wie das Bindungsmuster angelegt wurde als Kind in der Familie, weil die Eltern nicht voll bindungs- und kontaktfähig waren. Deswegen ist Menschen mit einer bestimmten Prägung oder mit einer bestimmten Erfahrung haben gelernt, mussten lernen sozusagen, oder das ist das, wie sie aufgewachsen sind. Ich kann das jetzt nicht alles hier im Detail nochmal erklären, was Entwicklungstrauma ist, sondern ich will nur auf diesen einen Punkt raus, damit ihr so schnell wie möglich das durchbrechen könnt. Und es ist letztlich einfach, das Prinzip ist einfach. Also nochmal, wenn du dazu gehörst, kann es sein, dass du ständig um dich selber rotierst mental. Aber wenn ich das jetzt sage, kann es gleichzeitig sein, dass du das gar nicht verstehst, was ich damit meine, weil du einfach gar nichts anderes kennst. Ich versuche es mal anders zu beschreiben. Das ist nicht mal in dem Sinne Egoismus oder Egozentriertheit. Das kann zum Beispiel sein, dass sich jemand sehr viel Gedanken über andere Menschen macht und trotzdem die Energie nur um sich selber zirkulieren lässt, weil unbewusst er das tut. Er beschäftigt sich unbewusst mit den anderen Menschen oder mit der Welt, um selber Zuwendung zu bekommen. Und dann zirkuliert es wieder um sich selbst. Und wenn ich was um mich selbst zirkulieren lasse, dann fließt eben nichts. Das ist wie, wenn ich ein Kabel nehme und schließe Plus an Plus an. Da fließt kein Strom. Und das ist das, was diese Menschen machen. Der Stromfluss mit dem Leben, der ist nicht verbunden. Die haben Plus an Plus angeschlossen oder Minus an Minus. Und das drastischste Beispiel, was ich auch in meinen Vorträgen oder in meinen Veranstaltungen oft mache, um das Menschen verständlich zu machen, ist, stell dir mal vor, also damit klar wird, was meine ich damit, was ist denn ein anderer Energiefluss? Ja? Als Beispiel, stell dir vor, du hast Kinder oder du hast ein Kind, ein kleines Kind, dein eigenes Kind ist vor dir am Ertrinken. So.
Da überlegst du dir nicht, ob du genug Rettungstaucherausbildung hast, ob du schwimmen kannst, ob du gerade fit genug bist, sondern du springst rein und rettest dein Kind. So, und dieser Moment von dem, wo du das siehst, wie dein Kind ertrinkt und dem Moment, wo du es aus dem Wasser gezogen hast, in diesen Sekunden ist dein Ego weg und der Energiefluss ist zu 100% am Laufen, weil du nicht mehr im Weg stehst. Das fließt zu 100%, das rauscht alles durch. So, das ist das, worum es geht. Da ist der gesamte Fokus wirklich im Außen bei jemandem. Du rettest nicht dein Kind, damit es dir besser geht, sondern du rettest das Kind. Du bist aktiv, physisch in dem Fall, weil es dir wirklich um das Kind geht. Da geht es dir nicht um dich. In dem Moment gibt es dich wie gar nicht. So, das ist was anderes als das Zirkulieren um sich selber, wo nichts läuft. So, wenn du das jetzt im Alltag oder für dich generell im Leben etablieren willst, dann geht es darum, wirklich, wirklich sich für andere Menschen zu interessieren, was die wirklich brauchen. Weil Energie fließt nur, wenn ein Geber da ist und ein Empfänger, sonst fließt nichts. Ja? Also wenn du was zu essen anbietest und keiner hat Hunger, passiert nichts, läuft nichts. Wenn aber Menschen am Verhungern sind und du hast Essen, dann fließt viel Energie. Also geht es darum zu gucken, was wird denn wirklich gebraucht? Und da ist ja auf dem Planeten wirklich, also wirklich genug, was hier gebraucht wird. Also ja, also wirklich genug gibt es hier, wo man sich engagieren kann. So. Und der Punkt ist, das Entscheidende ist wirklich, um das Wort wirklich geht es mir. Kümmerst du dich wirklich um andere Menschen? Interessierst du dich wirklich für andere? Und nicht irgendwie indirekt sich jetzt für andere zu interessieren, damit du dann wieder mehr Geld verdienst. Diese Idee, dass du was bekommst, die musst du löschen. Das ist die Blockade. Ja, der Wunsch, was zu bekommen, die Hoffnung, eine Gegenleistung be zu bekommen, das ist der Energiestau. Und da kannst du dich dann so viel abrackern, wie du willst für andere, wenn da unten drunter diese Idee läuft, ja, dass du was haben willst oder du dir was erhoffst, fließt ja gar nichts, weil du willst ja gar nichts geben, du willst was haben letztlich. Das ist nur getarnt, ja, durch geben wollen. So, wenn du aber wirklich was geben willst, zum Beispiel, weil du wirklich siehst, wie jemand in Not ist, weil du wirklich siehst, dass die Menschen am Abgrund stehen, dass sie nicht mehr ein noch auswissen, ja, Kriege, Hungersnöte, psychische Probleme. Überall, ja, gibt es zu tun und zu machen. Es gibt so viel zu tun, das reicht für die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Inkarnationen. Also kannst du sofort anfangen. So, und die Idee, dass du was dafür bekommst, das musst du rauslassen, ja. Was du verdienst, ob es zukunftsträchtig ist und diesen ganzen Scheiß, ja. Hör auf mit diesem Ego-Zeugs. Es ist einfach nur unangenehm. Es stört nur, es stört dich selber. Also fang an, was wirklich für die Menschen zu tun, sodass wirklich was passiert, dass die wirklich was empfangen, was sie brauchen oder haben wollen, was die Situation verbessert. So einfach ist das vom Prinzip. Aber ich weiß, ich habe das auch auf den Philippinen, ich habe das auch nicht verstanden. Das hat mir dieser gute Mensch über einen langen Zeitraum beigebracht, ja. So. Ich gebe es einfach nur weiter. Die Idee, dass es um mich geht, die müssen wir loslassen. Es geht nicht um dich. Vergiss es. Und wenn du das damit anfängst, das fließen zu lassen, zu geben, dann kannst du dich auch öffnen, zu empfangen. Und das kommt dann automatisch, was du brauchst und möchtest, es wird dir automatisch zugetragen. Und in dem Moment, wo du was haben willst, ja, ist schon wieder aus, dann staut es schon wieder. Ja, das ist also das Prinzip. Und dieser Durchfluss wird immer stärker und immer stärker. Du kriegst dann mehr, sozusagen auch mehr Einfluss hier auf der Erde, bis hin dazu, dass du direkt Dinge aus der geistigen Welt channeln kannst und direkt hier auf die Erde bringen kannst. Da gibt es Prüfungen dazwischen, ja, wo wirklich, wirklich Prüfungen, da hatte ich auch schon von erzählt. Ja, du wirst es dann sehen, da wo dann geprüft wird, ob du wirklich das Gute möchtest oder ob es dir doch um dich und dein eigenes Überleben geht. Und wenn du dir Gedanken machst, ja, dann mach dir nicht über dich Gedanken, sondern dann mach dir Gedanken darüber. Wie kannst du am einfachsten, am schnellsten, am meisten Menschen helfen?
Ja, das sind Überlegungen, die man anstellen muss, ja, dass das auch sozusagen eine Klarheit bekommt und nicht einfach in die Walahei irgendwas machen. Welche Probleme gibt es hier auf der Erde? Auf welcher Ebene? Ja, körperlich, physisch, emotional? Alles durchgehen, welche Menschen sind in deiner Umgebung, was brauchen die, welche Länder gibt es, was wird dort gebraucht, wo sind die Probleme, beschäftige dich halt mal mit dem Planeten, wo du drauf bist. Ja, und dann guckst du, was möchtest du machen, was macht dir Freude, wo hast du auch was anzubieten, ja, wo liegt dein Talent und dann eben, wie kannst du das skalieren? Das sind Überlegungen, da mache ich mir seit Jahren Gedanken drüber, ja, wie ich zum Beispiel meine Arbeit skalieren kann, damit ich mehr Menschen gleichzeitig erreichen kann? Oder wie kann ich die Menschen unabhängig von mir machen? Ja, das ist das Nächste. Wenn du anfängst, Menschen abhängig von dir zu machen, sitzt du wieder in der Falle. Du musst die also unabhängig machen, stark, frei, liebesfähig. Ja, und das geht dann immer weiter bis hin zu spiritueller Schulung, dass du das dann weitergibst und so weiter und so weiter. Du wirst dann da geführt, aber es geht darum, loszulegen. Ja, das ist los. Es geht darum, loszulegen und zu verstehen, worum es da geht. Ja, und immer wieder geht es dann zurück. Ja, ich sehe das ja bei den Menschen, ich erkläre denen das dann und dann sehe ich, wie die Energie, also dann springt wie so, da geht die Lampe wie so ein bisschen an, die fangen dann ein bisschen an zu leuchten und dann springt es zurück und dann drehen sie sich wieder um sich selber und sagen dann so Sachen wie, ah, okay, wenn ich das so und so mache, gut, dann da könnte ich ja mehr Klienten kriegen. Ja? Und das müsst ihr alles in Ruhe lassen, diese Gedanken um euch selber. Natürlich muss das alles ein Realist, das muss ja an der Realität orientiert sein. Ich sage einfach nur, macht immer mehr Energiefluss, lasst immer mehr fließen und das hat auch was mit Geld zu tun. Ich habe zum Beispiel, wann war das gestern? Ich glaube, die teuerste Rechnung meines Lebens bezahlt, fast 27.000 Schweizer Franken auf einmal an die IT-Firma, die die lokale Gruppenplattform entwickelt. So ist das, ja. Man bringt mehr zum Fließen, man hat dann mehr zum Fließen. Also ich denke, jetzt sollte es einigermaßen klar sein und nochmal verständlich sein. Es geht nicht um dich, das ist der Punkt. Es geht nicht um dich, sondern um den Durchfluss. Ja, wenn du am Verdursten bist, geht es nicht um dich, sondern es geht ums Trinken, ja, dass du was trinkst. Ja, und wenn jemand am Verdursten ist, genau das Gleiche. Da geht es auch nicht um dich, sondern dass der Wasser bekommt und trinken kann. Das sind ganz simple Prinzipien des Lebens, Lebensgesetze. Und das bringt man uns natürlich nicht bei in der Schule, natürlich nicht, weil damit ist auch sehr viel Macht verbunden. Nicht Macht über andere, sondern Macht im Sinne von Gestaltungsfähigkeit und Durchfluss. Menschen, die ganz viel Energie durchfließen lassen können, die kann man nicht mehr kontrollieren, weil die begriffen haben, dass sie eben nicht von Institutionen oder von singulären Erscheinungsformen Menschen sonst was abhängen, sondern sie haben verstanden, dass ihr Leben von diesem Durchfluss, man könnte auch sagen von Gott, ja, oder dem Universum abhängig ist. Davon hängt das ab. Ob ich genug Durchfluss erzeugen kann, davon hängt mein Leben ab. Weil damit entscheidet sich, was ich zurückbekomme. Und wenn die Energie stockt und wenn sie ganz komplett stockt, zu 100%, dann stirbt der Körper. Ja, das ist dann das andere Beispiel, das andere Extrem. So, also das ist wie das Spiel hier läuft auf der Erde. Die Erscheinungsformen, das Spiel mit den Erscheinungsformen, den eigenen Gedanken, der Energielenkung. Und solange wir eben hier sind und uns in diesen Erscheinungsformen bewegen, macht es ja Sinn, das so zu gestalten, dass es uns gut geht. Und bei dem, was ich beschrieben habe, kommt nur Gutes bei raus. Es gibt nur Winner. Win, win, win. Es sind alle gewinnen dabei. Ja? Und Durchfluss, Energiedurchfluss macht glücklich. Aber jetzt nicht wieder drauf kommen, wenn ich jetzt die Energie durchfließen lasse, dann werde ich glücklich. Dann ist es wieder reingefallen. Es geht um den Durchfluss an sich und das hat nichts mit dir als Individuum zu tun. Guck's dir an. Das ist der Planet Erde, an einem der schönsten Orte, die es gibt. Was bitte hat das alles mit dir als Individuum zu tun? Um das geht's hier, um das alles.